Ha, Lilo, aus aktuellem Anlass mal wieder ein kurzes, Temperaturvideo. Mache ich mal alle Jahre wieder, heute mal in der Kubuntu-Version. Gut, es ist warm, ne? Es ist warm, ja. Sehr schön warm geworden. Oder zu warm, also mir ist jetzt eigentlich zu warm. Gut, was tun wir da? Natürlich gibt es hier unter Kubuntu zum Beispiel so ein paar Mini-Programme, die man mit Rechtsklick Mini-Programme hinzufügen, sich da hinzufügen kann. Da gibt's was mit Wetter. Wetter? LCD-Wetterstation oder Wetterbericht. Ne? Wetterbericht oder LCD-Wetterstation. Kann man hinzufügen und dann hat man so ein Ding, ne? Kann man sich hinschieben, kann man sich in der Größe verändern. Drehen und wenden, ne? Was da so los ist. Gut. Was aber vielleicht viel wichtiger ist, ist die aktuelle Temperatur. Ja, wie ist denn jetzt im Moment mein Rechner am Schwitzen? Ne? Gut, jetzt sehen wir, der hat gerade 48 Grad. Gut, damit er das überhaupt so anschalten kann, ne? Das ist übrigens der Systemmonitor. Das Mini-Programm Systemmonitor. Kann man hier dann unten Einstellungen für die Kontrollleiste Mini-Programm hinzufügen. Und dann sucht er auch dafür für die Kontrollleiste dann halt Systemmonitor. Systemmonitor und der hat dann unter anderem die Möglichkeit, hier oben das mit den bunten Dingern da, ne, das ist die Temperatur, ne, und da gibt es dann mehrere Temperaturen, Einstellungen für Hardware, Temperatur, welche Temperaturen, unter anderem LM-Sensors, seht ihr da, sofern es denn installiert ist, LM-Sensors, installieren mit sudo Leerzeichen apt-get Leerzeichen install Leerzeichen lm-sensors. Haben wir das erledigt? Ist das Ding schon mal installiert? Gegebenenfalls dann Rechner neu starten. Dann mit sudo sensors-detect. Ja, sudo Leerzeichen sensors-detect. Die entsprechenden Sensoren finden, die wir haben. Sensors detect, ne? Passwort eingeben, 4. So, alles mit Yes, ne? Ja, manchmal ist Yes schon so gehighlightet, dass es groß ist. Da kann man einfach Enter drücken, falls nicht, dann muss man Yes nochmal eintippen. Yes, 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 Yes. Und jetzt, Yes, vor allen Dingen das letzte Yes ist dann wichtig. Yes, 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 Yes. Das könnte der neue Hit werden für den Sommer. Yes, yes. So. Just press Enter to continue. Do you want to add lines automatisch? Ja, das ist jetzt wichtig, ne? Das ist wichtig, damit es überhaupt aktiv wird. Yes. So, dann, wie gesagt, gegebenenfalls nochmal neu starten. Das war jetzt, wie gesagt, sudo sensors-detect. Sudo sensors-detect. Hat man das gemacht, neu gestartet, dann kann man zum Beispiel mit der Eingabe von einfach nur Sensors sehen, was im Moment so los ist. Ne? Gut, die haben dann natürlich komische Namen, die unsere Sensoren, die innerhalb unseres PCs sind. Manche sind eingängig, manche weniger. Kommt drauf an, wo die Sensoren eingebaut sind. Manche sind zum Beispiel auch in der Festplatte, auf der Grafikkarte oder sonst wo, zum Beispiel in meinen CPUs. Da habe ich zwei CPUs. Und da sieht man zum Beispiel, welche Temperaturen zum Beispiel kritisch wären bei dem Ding. 105 Grad. Ne? Ja, gut. Also nicht wundern, wenn da ziemlich hohe Temperaturen angezeigt werden. Das ist dann relativ normal. Die Hardware-Temperatur am Prozessorkern, das kann schon mal ein bisschen größer sein. Ne? Kann man hier, wie gesagt, dann einstellen. So, und haben wir das alles, dann können wir diese Sachen nutzen und entweder schwitzen wir dann selber weiter oder unser CPU. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Wir waren hier also mir war, also länger war ich das Video jetzt nicht. Also mir ist jetzt, ist total warm. Also ich brauche das nicht mehr. Manche freuen sich ja, ne? Manche freuen sich ja, dass es so warm ist. Also ich habe jetzt gerade 33 Grad hier in der Bude. Nachts wird fluffig, 27 Grad, da kann man sich total entspannen. Und dann morgen wird 35. Braucht ihr nicht, ne? Aber was ihr braucht, wäre zum Beispiel Kubuntu, ne? Ja, also Ubuntu mit dem KDE Desktop. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.